Ja, also wenn ich es jetzt vergleiche mit heute natürlich, wir haben sehr viele einheimische Spieler gehabt, die in Bern aufgewachsen sind und ihre Heimat hatten. Das war schon ganz anders gewesen. Sehr viele Schweizer Spieler haben gespielt, sehr wenig Ausländer. Und wenn ich die Qualität anschaue vom Spiel, sind natürlich gewaltige Unterschiede. Heute hat man mehr Tempo, heute hat man mehr Technik. Und das Ganze hat auf mich ein bisschen, jetzt in Retrospektive so ein bisschen rustikal gewirkt, die Spielart in diesem Match. Ja. Odermatt. Gegen Nickel. Schön gemacht von Odermatt. Und Lorenz scheitert an Schüpp. Die zweite ganz große Chance. Küttel überschießt. Die zweite ganz große Möglichkeit für die Young Boys. Odermatt kommt zum Flanken gegen Nickel mit dem linken Fuß schön hereingezogen. Gute Direktabnahme von Lorenz. Genau auf Schirr. Ja, ich denke, wir waren eine gute Mannschaft. Der Carly aus, also der Keru, sage ich. Der Carly, der ist zu Basel, der Keru ist hier bei uns. Also wenn man das anschaut, da haben wir wirklich gute Qualitäten gehabt für das. Der Jan Andersen war ein Ausländer, der schlussendlich auch das Goal hat gemacht hat, der ein sehr dankbarer Spieler war, unser Dan eigentlich. Mal, wir waren eine gute Mannschaft gewesen, und wir haben auch eigentlich immer können mithalten unter den ersten fünf. Aber ganz hat es nicht gelangt für vorne rein. Ähnlich wie heute. Und dann kam der Cup-Finale im April 1977, ohne Captain, ohne Trümpler. Wie ist das denn dazu gekommen? Ja, das war brutal für mich eigentlich. Ja, einen Monat vorher im Spiel gegen FC Zürich, im Duell mit dem Daniel Jean-Dupin, habe ich mein Schlüsselbein gebrochen und musste eine Operation machen. Und ich habe eigentlich gewusst, wenn wir ins Finale kommen, das reicht nicht. Die Prognose war, mindestens einen Monat länger warten. Also, ein lachendes und ein weinendes Auge. Also das Lachende war sicher, dass wir das Finale gewonnen haben, dass ich auch prämienberechtigt war. 1500 Franken. Aber immerhin, es war schön für mich dann. Und das weinende Auge natürlich, dass ich als Captain nachher schlussendlich nicht einmal den Pokal übernehmen konnte. Das ist natürlich ein Höhepunkt für jeden Spieler. Aber ich muss auch klar sagen, ich habe mich nicht aufgedrängt dort als Spieler in Zivil. Weil der Wallen Eichenberg war natürlich ein Copain von mir, ein echter Berner. Und der hat es auch verdient. Dann habe ich gesagt, halt dich zurück dort. Der Pokal geht jetzt halt der Wallen. Ich hatte Pech und ich habe mir das wirklich immer gegönnt, in jeder Beziehung. Ries verliert den Ball. Goss. Schirp, ein gefährlicher Aufsetzer. Und Bigler. Ja, also bin ich sehr nach gewesen. Es hat auch schon das dokumentiert, dass ich auf der Bank war. Der Kurt Linder hat mir natürlich auch gesagt, kommst du auf die Bank? Und ich habe dann gedacht, ich gehe auf die Bank, dass er keine Fehler macht. Und ich habe natürlich das sehr, sehr direkt mitgefiebert. Allerdings beim Torjubel ein bisschen aufpassen wegen meiner Schulter. Nicht, dass ich das wieder irgendwie ein Problem habe. Aber ich habe das sehr intensiv erlebt und hautnah eigentlich auf einem schwer bespielten Terrain. Ich habe natürlich auch die Spieler angespornet, wie verrückt. Vielleicht etwas weniger als der Ronaldo in EM, sein Trainer, aber mal, ich war völlig dabei gewesen, dort in diesem Match. Es war also sehr intensiv, gewesen, auch für mich. Es sind 30.000 anwesend. Und da fällt das 1:0. Andersen ist das Tor gelungen. Nach diesem Eckball getreten von Odermatt. Die ähnliche Situation, wie wir sie erlebt haben, beim annullierten Treffer der Berner, die Flanke von Odermatt. Wieder kommt Schüpp nicht richtig zum Ball, im Spielerknäuel drin versucht er einhändig zu fausten. Andersen reagiert am schnellsten und es heißt 1:0 für die Berner. Bereits schien sich eine Verlängerung abzuzeichnen. Ja, wir sind nachher essen miteinander. Ich glaube, es war das alte Metropol noch, wo wir da sind, eingekehrt. Und es war eine riesen Party nachher. Wir haben die Frauen noch eingeladen. Und
ja, ich weiß nicht mehr genau, um welche Zeit dass ich nach Hause kam. Aber es war ein Riesenfest und ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben, VfL. Ich möchte nachher in einer Kolonne die Spieler bitten, die Medaille zu holen. Martin, recht herzliche Gratulation. Also ich habe einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft. Ich habe das Gefühl, die ist sehr solidarisch untereinander. Es wird sehr intensiv gearbeitet. Natürlich auch ein Verdienst vom Trainer mit seinem Umfeld. Heutzutage ist es sehr wichtig, was hat man für einen Staff. Und ich denke auch, in der Mannschaft hast du einen guten Geist. Und da spürt man natürlich auch ein bisschen den Geist von Guillaume Waro, der einfach da wirklich ein hohes Standing hat bei uns jetzt. Und auch ein sehr wichtiger Spieler ist für die Mannschaft. Und wenn man so ein bisschen diskutiert mit den Spielern, mit den Jungen, die ich sehr gut auch kenne, dann spürt man, dass ein guter Geist in der Mannschaft. Und ich finde, die Qualität ist gross, wirklich. Also, ich behaupte sogar, die Mannschaft, die Spieler, ist besser als der FC Basel. Das Problem ist einfach, dass sie ein bisschen weniger enge Matches gewinnt. Und die gewinnt natürlich Basel immer, das ist klar. Aber rein von der Qualität her ist also mindestens das Niveau, das wir haben vom FC Basel. Am Samstag eben das nächste Heimspiel. Dino Trümpler, bist du dann im Stadion? Ich bin immer im Stadion, bei jedem Heimspiel. Und ich glaube, wenn ich die Schlüsselbeine nochmals brechen sollte, auch dann wäre ich sicher im Stadion. Weil IB ist mein Herzschlag für IB. Gelb-schwarz. Und in jedem Spiel bin ich sicher dabei. Liebe IB-Fan, kommt ins Stadion gegen FC St. Gallen. Es lohnt sich. Wir spielen gut. Und es wird ein Riesenfest. Kommt bitte. Merci.